Die Klasse zerfiel in zwei Teile. Reichsdeutsche oder, es waren ja nicht alle Nazis. Und einige, die also noch in Uniform in die Klasse kamen, manchmal so aus purer Angabe. Und andere, die also kritisch waren. Unsere Lehrer waren ja zum Teil auch kritisch, weil es häufig Balten waren. Und Und wir sollten zum Kartoffeleinsatz. Und eigentlich mit meinen Händen, mit meinen sogenannten Pianistenhänden, durfte ich ja so gar nicht in den Kartoffeln wühlen. Aber ich dachte, nee, ich mache mich so unbeliebt bei der Klasse, weil ich immer eine Extrawurst hatte. Und ich fahre mit. Meine Mutter war entsetzt, aber es sollten nur 2 Wochen sein. Und ich fuhr mit meiner Klasse in den Kartoffeleinsatz. Und ich musste da also aus der kalten Erde, Ende Oktober, war schon kalt, Kartoffeln rausholen und Rüben, Runkelrüben. Und es war für mich, also ich hatte einen Muskelkater, ich konnte mich später abends nicht aufs Stroh legen. Die mussten mich oben anpacken und unten und dann wurde ich aufs Stroh gelegt. So einen Muskelkater hatte ich. Ich war sehr unsportlich leider. Und eines Tages gab es einen großen Angriff auf Gotenhafen mit ungefähr 200 Toten. Und darunter war ein Kreisleiter, der auch Balte war, Baltendeutscher war. Und ich war zufällig mal in so einer Parteiversammlung und habe gesehen, wie er einen Volksgenossen, einen Parteigenossen richtig runtermachte. Und ich war so empört, weil er Balte war. Und ein Balte hat nicht proletarisch zu sein. Die Balten waren nicht Proletarier. Und ich war so empört darüber. Und das gab ich zum Besten, als wir erfuhren, dass dieser Kreisleiter bei diesem Angriff ums Leben gekommen ist. Und da habe ich gesagt, oh, wunderbar, sagte ich. Endlich trifft's den Richtigen. Und erzählte diese Geschichte, was ich erlebt hatte mit ihm. Und dann sagte ich, ja, ihr Reichsdeutschen, ihr seid alle von der Propaganda zugemüllt und ihr wisst es einfach nicht besser. Aber dass ein Balte sich so unmöglich verhält mit so vielen Besuchern auf dieser Parteigeschichte, das verzeihe ich ihm nie. Recht geschieht ihm. Und meine Schulfreundin, die kicherten da so. Und ich hatte völlig vergessen, wir hatten ja keinen Strom in diesem Raum, in dem wir schliefen. Wir lagen auf Stroh. Ich hatte völlig vergessen, dass unsere Leiterin dieses Einsatzes ein Mädchen aus Sopot war. Und die eine hundertprozentige war. Und davor hatten wir eine, die war eine Freundin von mir, aber die wurde abberufen, ich weiß nicht warum. Und jetzt hatten wir diese... Soll ich den Namen nennen? Lieber nicht. Sie lebt noch. Und dieses Mädchen war so unauffällig. Sie sagte uns nichts. Sie hat sich tadellos benommen. Total kollegial. Wir merkten sie gar nicht. Und deswegen hatte ich sie auch total vergessen. Es war ja dunkel in dem Raum. Und diese hat dann, als sie nach Gotenhafen zurückkam, eine schriftliche Eingabe an meine Bahnmädelführerin gemacht. Die oberste Führerin Bahn-Ochshöft, Gotenhafen, glaube ich, hieß das. Und da wurde ich zu ihr zitiert und ich ging völlig naiv zu ihr hin. Und dann sagte sie, Grete hieß sie, ein schreckliches Weib, aber hochintelligent, wirklich ein klug und gebildet bis dahin aus. Und die sagte, sag mal, was hast du dir dabei gedacht? Und außerdem, warum bist du noch nicht in der Partei? Du bist Jungmädchenführerin. Wieso bist du nicht in der Partei? Wir haben dir sie wusste alles, wir haben dir 3 Aufforderungen geschickt und du hast dich nicht eingetragen. Ja, sagte ich. Ich bin einfach nicht politisch. Es interessiert mich nicht. Ja, sagte sie, und was du da von dir gegeben hast, sprecht ihr zu Hause darüber. Wie stehen deine Eltern denn zum Nationalsozialismus? Das werde ich nie vergessen.
Also ich fing zu weinen an. Ich war keine Heldin, weil ich irrsinnige Angst hatte. Ich dachte, meine Eltern schlagen mich tot, wenn ich nach Hause komme. Und dann sagte ich, nein, Van Medelföhn, meine Eltern sind total apolitisch. Sie sind beides Künstler. Und wir sprechen gar nicht, wir haben gar keine Zeit zu sprechen. Ich komme nach Hause und muss meine Schularbeiten machen. Und dann habe ich für die Hitlerjugend zu tun. Meine Mutter gibt ihre Klavierstunden. Und mein Vater ist den ganzen Tag im Büro. Wir sprechen überhaupt nicht darüber. Wirklich nicht. Also ich habe absolut naiv gut geschauspielert, nachdem ich alle reingeritten habe. Und dann, na ja, sagte sie, hast du was von Geschwister Scholl gehört? Und ich sagte, ja, ich weiß nicht, woher ich das gehört, aber alle wussten das. Alle wussten das. Also die Flüsterpropaganda war so groß in Deutschland. Alle kannten alle politischen Witze und von Geschwister Scholl wussten wir auch. Und willst du so enden wie die? Ich glaube, da fing ich erst an zu weinen. Nein, nein. Und damit war ich entlassen. Ich werde mich nach deiner Familie erkundigen. Damit war ich entlassen und bin dann nach Hause geschlichen, habe kein Wort zu Hause gesagt. Ich hatte wirklich Angst, dass ich weiß nicht, was mit meinen Eltern passieren, was die mit mir gemacht hätten.